Sehr geehrte Medienvertreter, geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner zu Hause. Vor einer Woche haben wir Sie über die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus und die verschärften Regeln informiert. Diese Regeln betrafen einerseits Veranstaltungen, andererseits die Konsumation in Restaurationsbetrieben. Der Grundgedanke dabei war, dass es wenige einfache und dennoch wirksame Regeln geben soll, welche uns erlauben, die meisten Tätigkeiten unseres Lebens weiterzuführen. Dies allerdings mit gewissen Einschränkungen, die angesichts der Gefahren aber verhältnismäßig sind. Ich habe letzte Woche gesagt, dass sich die Situation permanent verändert und dass sie deshalb auch laufend neu beurteilt werden muss. Ich habe auch gesagt, dass, wenn es notwendig sein sollte, wir weitere Maßnahmen ergreifen werden. Ob das der Fall sein wird, hängt in entscheidendem Maß von uns allen ab. Aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen haben wir bereits am Montag eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Räumen beschlossen. Damit werden die Vorgaben für das Maskentragen jenen der Nachbarstaaten angeglichen. Dies als Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. In den letzten Tagen hat sich die Situation nun deutlich verschärft. Wir verzeichnen eine dramatische Zunahme an Fällen, obwohl sich viele an die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen halten. So wurden nur innerhalb der letzten 48 Stunden 72 neue Fälle gemeldet. Das bedeutet, dass aktuell über 150 Personen erkrankt sind. Zudem befinden sich derzeit knapp 330 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Das sind Zahlen, die aufhorchen lassen. Das Coronavirus breitet sich mit hoher Geschwindigkeit aus. Diese Entwicklung bereitet uns Sorge. Damit ist es nicht nur eine Gefahr für das Gesundheitswesen. Das Coronavirus ist auch eine Gefahr für die Wirtschaft und den Staat und somit auch für das Funktionieren vieler Leistungen, auf die wir als Einwohnerinnen und Einwohner angewiesen sind. Ich spreche hier von der sogenannten Durchhaltefähigkeit. Es ist unsere Aufgabe als Regierung, Gefahren abzuwenden und die Durchhaltefähigkeit des Gesundheitswesens und der staatlichen Organe sicherzustellen. Die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus können wir reduzieren, indem wir die zwischenmenschlichen Kontakte einschränken, die ungeschützt und mit geringem Abstand erfolgen. Diese Situationen entstehen vor allem beim Essen und Trinken in einer Gruppe. Um die rasante Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Regierung heute beschlossen, die Maßnahmen weiter zu verschärfen. Konkret werden ab morgen Restaurants, Bar- und Clubbetriebe sowie Diskotheken und Tanzlokale für das Publikum geschlossen. Zudem wird die Konsumation von Speisen und Getränken an allen öffentlichen Veranstaltungen verboten. Das gilt auch für private Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen. Diese Maßnahmen sind auf 3 Wochen befristet. Nähere Ausführungen dazu hören Sie anschließend von meinen Regierungskollegen. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Schritt den aktuellen Trend brechen können. Nach wie vor setzen wir alles daran, dass wir nicht erneut derart strenge Maßnahmen ergreifen müssen wie im Frühjahr. Ich kann Ihnen versichern, dass wir einen zweiten Lockdown unbedingt vermeiden möchten. Wir setzen auch in dieser Phase stark auf die Eigenverantwortung. Diese Eigenverantwortung betrifft vor allem auch das private Umfeld. Die Erhebungen zeigen, dass die Ansteckungen insbesondere im privaten Umfeld passieren. Es ist deshalb wichtig, dass Sie die Anzahl der nicht nötigen Kontakte im privaten Umfeld möglichst gering halten und damit Ihren Beitrag zur Bewältigung dieser Pandemie leisten. Ich gebe nun weiter an Mauro Pedrazzini. Vielen Dank. Ich möchte wie üblich kurz die Zahlen vorstellen und dann die Maßnahmen im Einzelnen. Die täglichen Fallzahlen sind sehr stark angestiegen. Die Werte vom März sehen geradezu niedlich aus, wenn man sie vergleicht mit dem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben.
Wir haben einen sehr starken Anstieg und er ist exponentiell. Wenn wir uns diesen Anstieg anschauen, diesen exponentiellen, sehen wir, wie stark diese Kurve nun nach oben zeigt. Wir haben schon über 300 Ansteckungen kumuliert mit dem Coronavirus in unserem Land und eben in den letzten Wochen extrem viele. Wenn wir die Inzidenz anschauen, also die Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen, dann liegen wir bei fast 500. Das ist ein extrem hoher Wert, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Wir sind fast das Schlusslicht. Aktuell sind 153 Personen erkrankt, der Regierungschef hat es gesagt. Es sind 328 in Quarantäne wegen engem Kontakt. Es sind weitere 80 in Quarantäne wegen Reisen. Und wir haben die heute neu gemeldeten 40 Fälle noch gar nicht ausgewertet durch das Contact Tracing. Das heißt, alleine durch diese 40 Fälle kommen sicher noch einmal 100 Personen dazu. Und wenn wir die dazuzählen, dann haben wir 1% der Bevölkerung in Quarantäne. Das ist zu viel. Wir haben 8 Personen hospitalisiert derzeit und eine davon ist auf einer Intensivstation. Nun, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir? Diese Folie habe ich letzte Woche schon gezeigt. Wir können erstens die Sozialkontakte einschränken und oder die Sozialkontakte so gestalten, dass Ansteckungen unwahrscheinlich sind. Wir werden heute neu die Methode 2 praktisch ohne Ausnahmen im öffentlich zugänglichen Bereich ausgestalten. Das heißt, rot ist neu, dass bei Veranstaltungen nicht nur Maskenpflicht in Innenräumen ist und in Außenräumen 1,5 Meter, sonst Trennwand oder Masken vorgeschrieben sind, sondern dass es an Veranstaltungen keine Konsumationen gibt. Ebenso werden die Gastronomiebetriebe während 3 Wochen geschlossen für das Publikum. Die Gastronomiebetriebe können weiter arbeiten, aber eben als Takeaway. Was ist der Sinn hinter dieser Maßnahme? Der Sinn hinter dieser Maßnahme ist, dass das gemeinsame Essen und Trinken an einem Tisch in der Gastronomie eine Situation darstellt, in der sich Menschen ohne Schutzmasken und ohne jeglichen Schutz begegnen. Bei dieser Inzidenzrate, die wir heute haben, sind Ansteckungen dadurch relativ wahrscheinlich. Und die Beobachtungen, die wir gemacht haben in den letzten Monaten, zeigen eben, wenn zum Beispiel 6 Personen an einem Tisch sitzen und eine Person infektiös ist, dass dann sehr schnell 2 oder 3 weitere angesteckt werden. Das hat sich also in vielerlei Beispielen so gezeigt. Deshalb müssen wir jetzt diese Situationen, in denen sich Menschen ungeschützt in einem nahen Abstand gegenübertreten oder gegenüber sitzen, beschränken und bei allen Veranstaltungen eben Begegnungen nur noch zulassen, wenn beide eine Maske tragen. Keine Regeln ohne Ausnahmen. Bei privaten Veranstaltungen braucht es nur ein Schutzkonzept, in Anführungszeichen, sofern sie nicht in öffentlich zugänglichen Einrichtungen oder Betrieben stattfinden, sofern die teilnehmenden Personen den Organisatoren bekannt sind und an ihnen nicht mehr als 30 Personen teilnehmen. Das ist gleich wie letzte Woche. Aber bei den Getränken und bei der Verpflegung gilt natürlich für private Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen eben, dass kein Ausschank von Getränken und keine Verpflegung mehr gereicht werden darf. Bei den Getränken und Verpflegungsbetrieben sind ausgenommen Takeaways, Betriebskantinen, Lieferdienste für Mahlzeiten und Restaurationsbetriebe für Hotelgäste. Das heißt natürlich, dass ein bestehendes Restaurant zu einem Takeaway-Restaurant werden kann ohne Probleme. Wir empfehlen auch im privaten Bereich Masken zu tragen, wenn der Abstand weniger als 1,5 Meter beträgt. Die Masken sollten regelmäßig gewechselt werden, die Masken sollten auch richtig getragen werden und man muss wissen, dass wenn man die Masken falsch trägt, oft sieht man, dass man sie unter der Nase trägt, dass dann eben nur eine falsche Sicherheit vorgegaukelt wird, die in Wirklichkeit nicht besteht. Also das unsere Empfehlung und wir wissen, diese Empfehlung führt zu ungewöhnlichen Situationen, zum Beispiel wenn man sich in der Verwandtschaft besucht, dass man dann Masken trägt. Das macht man normalerweise nicht, aber jetzt sollte man das eben tun.
Bei den Tests arbeiten wir weiterhin mit regelmäßigen Tests an in der Alterspflege tätigen Personen und haben dort mittlerweile auch schon einige entdeckt. Also diese Teststrategie hat funktioniert. Wir konnten einige entdecken, die wir sonst nicht entdeckt hätten, weil sie gar keine Symptome gezeigt haben und nur äußerst leichte. Wir konzentrieren uns nach wie vor auf diese Drive-Thru-Testanlage. Wir haben den Durchsatz erhöht mit technischen Maßnahmen und organisatorischen Maßnahmen. Wir haben die Öffnungszeiten etwas ausgeweitet und wir werden neu auch am Sonntag testen. Bisher war es ja so, dass wir Montag bis Samstag getestet haben und am Sonntag nicht. Das hat dann jeweils dazu geführt, dass wir am Montag lange Schlangen hatten und extrem viele Testwillige. Jetzt verteilen wir die auf die ganze Woche. Es wird also auch am Sonntag getestet. Ich wiederhole nochmal diese Folie der wahrscheinlichen Ansteckungsquellen. Es waren Mitglieder desselben Haushalts, es waren Familienmitglieder, Verwandte, es war im Restaurant oder im Café, also Gäste am selben Tisch, aber auch das Personal hat zu den Gästen das Virus übertragen oder die Gäste zum Personal. Das wird in der Zukunft in den nächsten 3 Wochen nicht mehr der Fall sein. Es ist bei der Arbeit, und zwar nicht bei der eigentlichen Arbeit, sondern es passiert eben in der Pause, wenn man ein Feierabendbier trinkt oder bei Fahrgemeinschaften oder bei Sitzungen. Feiern, wir hatten einige Hochzeitsfeiern, die zu einer weiten Verbreitung des Virus im Land geführt hatten, oder eben Anlässe, und seien sie auch noch so gut organisiert, mit anschließendem Apro. Das wird es in der Zukunft auch nicht geben. Dann Tanzclubs, Freizeitaktivitäten und Feiern mit Freunden und auch Dinge wie Gruppenreisen, Bus und gemeinsames Essen. Also man muss sich einfach immer vor Augen halten, wo man es dem Virus besonders leicht macht, von einer Person auf die andere überzuspringen, und wie man es dem Virus eben besonders schwer machen kann, von einer Person auf die andere überzuspringen. Wir setzen weiterhin auf große Disziplin, und die wird es brauchen in den nächsten Wochen, um diese Spitze zu brechen. Wir setzen auf gesunden Menschenverstand, weil sich jeder mittlerweile vorstellen kann, wie eine Ansteckung geschieht und auch wie eine Ansteckung verhindert werden kann. Und wir setzen auf eine starke Eigenverantwortung, nicht nur was die eigene Erkrankung oder mögliche Erkrankung betrifft, sondern eben das Anstecken auch von anderen Personen. Wir werden weiterhin mit unserer Werbekampagne arbeiten, die wir etwas angepasst haben. Hände waschen, in die Armbeuge husten und niesen haben wir schon seit Anfang. Hände schütteln vermeiden auch, Abstand halten ebenfalls. Masken in ÖV und öffentlich zugänglichen Gebäuden gilt seit letztem Montag, was die Gebäude anbelangt. Und was immer gilt ist, wer Symptome hat, sollte zu Hause bleiben und sich testen lassen. Vielen Dank. Damit übergebe ich das Wort an den Wirtschaftsminister. Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner Liechtensteins, geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer, insbesondere die Gastronominnen und Gastronomen und geschätzte Medienvertreter hier im Fürst-Johannes-Saal. Regierungschef Adrian Hasler und Gesundheitsminister Mauro Petrazzini haben die aktuelle Lage bereits erläutert und zusammengefasst. Und wenn wir die Entscheide, die wir heute zu kommunizieren haben, fällen, dann leitet uns immer der Schutz der Menschen in Liechtenstein, also von Ihnen und von uns allen. Dass die Lage ernst ist, das machen die Zahlen, die der Gesundheitsminister gezeigt hat, sehr, sehr deutlich. Und es ist nun meine Aufgabe als Wirtschaftsminister, einige Ausführungen zu den konkreten Maßnahmen in der Gastronomie zu machen. Ab morgen Samstag, 24. Oktober, ist die Konsumation von Speisen und Getränken an öffentlichen Veranstaltungen, privaten Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen verboten. Damit gilt auch durchgehend Maskenpflicht bei Veranstaltungen ohne Ausnahme für Essen und Trinken. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Veranstaltungen im Rahmen der Vorschriften weiterhin möglich sind. Zudem, und das ist der zentrale Punkt, sind ab morgen Samstag und bis und mit 15. November, das ist ein Sonntag, alle Gastronomiebetriebe, Barbetriebe und Diskotheken für das Publikum geschlossen zu halten. Verpflegung und Getränke gibt es nur noch als Takeaway. Das heißt konkret, dass die Speisen und Getränke nicht vor Ort konsumiert werden dürfen. Das gemeinsame Essen, das Zusammensitzen, Reden und Trinken in Restaurations- und Barbetrieben ist damit untersagt. Selbstverständlich gilt das auch für die Konsumation von Speisen und Getränken bei Imbissständen. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht geplant. Die Situation ist aber, wie ausgeführt, dynamisch und wird laufend neu beurteilt.
Mit diesem gezielten, auf 3 Wochen begrenzten Schritt soll die Verbreitung des Virus verlangsamt werden. Es ist mir sehr bewusst, dass dies ein weitgehender und einschneidender Schritt ist. Wir haben uns dazu entschlossen, weil es unser Ziel ist, die Wirtschaft insgesamt offen zu halten und das gesellschaftliche Leben weiterhin zu ermöglichen. Deshalb dieser punktuelle Einschnitt dort, wo wir denken, dass es den größten zusätzlichen Effekt hat. Wir tun alles, um weitere Einschränkungen zu vermeiden. Wir müssen dazu aber auch zusammenstehen und gemeinsam unserer Gesundheit Sorge tragen. Mit dem Entscheid, Restaurants und Bars für das Publikum geschlossen zu halten, ist es aber möglich, dass man weiterhin ins Theater, ins Kino oder an Vorträge gehen kann. Und auch Sport ist weiterhin möglich und natürlich auch sinnvoll. Sowohl in der freien Natur als auch beispielsweise in einer Tennishalle, wobei das Clublokal dann selbstverständlich geschlossen gehalten werden muss. Alles das gilt selbstverständlich immer unter der Einhaltung der Schutzmaßnahmen, wie sie von Gesundheitsminister Pedrazzini vorgestellt wurden. Wir können die Läden offen halten und das wirtschaftliche Leben insgesamt soll aufrecht bleiben. Wenn wir uns an die Hygienevorschriften halten, auch im privaten Bereich Kontakte auf das Notwendige beschränken, dann ist es unser erklärtes Ziel, nach 3 Wochen, also eben am Sonntag, 15. November, die Maßnahmen wieder zurücknehmen zu können. Es ist mir als Wirtschaftsminister aber wichtig, dass die betroffenen Betriebe nicht alleingelassen werden. Wie bereits im Frühling haben wir mit der Taskforce Wirtschaft und meinem Team Unterstützungsmaßnahmen erarbeitet, damit wir direkt und schnell unterstützen können. Es gab auch heute Nachmittag schon die Gespräche mit den Wirtschaftsverbänden, wo ich über die Entscheide informiert habe. Und die Entscheide, die wir heute zu kommunizieren haben, die sind auch nicht schon tagelang, sondern die Regierung hat sich intensiv damit beschäftigt in den letzten Stunden und sind dann eben zu diesen Schlüssen gekommen, auch was die Unterstützung der Wirtschaft anbelangt. Ich möchte nun kurz darauf eingehen, wie diese Unterstützung aussehen wird. Die meisten der Medienvertreter und viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Liechtenstein haben sich mit diesem Bild befassen müssen, weil es eigentlich zusammenfasst, was wir dann im April als Maßnahmenpaket 2.5 anbieten konnten. Der blaue Bereich für alle Unternehmen, die orangen Bereiche für die Härtefallunternehmen. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass wir sehr viele Arbeitsplätze in Liechtenstein erhalten konnten und dass es sogar im Vorjahresvergleich zu weniger Konkursen gekommen ist in diesem Jahr als im letzten Jahr. Ich denke, bisherhin hatten wir ein gutes Händchen. Wenn wir nun schauen, wo wir heute stehen, dann ist der Stand bei 23.10.2020 so, dass nach wie vor die Kurzarbeitsentschädigung bis zum 31.12. beantragt werden kann. Auch das Covid-19-Taggeld, das gerade in Quarantänesituationen natürlich wichtig ist, bis zum 31.12. läuft. Und auch die Stundung von Mehrwertsteuer und AHV weiterhin in Kraft ist. Wenn wir dann also weiterschauen, ich darf bitten, noch mal einmal zu klicken, haben wir schon in den letzten Tagen und Wochen uns intensiv darüber unterhalten, wie wir mit diesem Maßnahmenpaket weitergehen. Es ist unser Ziel, das Ziel der Regierung, die Kurzarbeitsentschädigung bis Sommer 2021 zu verlängern und auch das Covid-19-Taggeld bis Sommer 2021 zu verlängern. Wir werden dafür einen entsprechenden Bericht und Antrag dem Landtag im Dezember vorlegen. Dann sind wir in der Erarbeitung für Unterstützungen für Härtefälle im Quartal 4 und im Q1 2021. Hier geht es darum, dass es verschiedene Branchen und Betriebe gibt, die Gastronomie zählt auch dazu, aber auch die Event- und die Reisebranche, verschiedene Branchen, die härter und langfristiger getroffen wurden und die wir auch punktuell unterstützen wollen, wenn eben nachgewiesen ist, dass sie unter diese Härtefälle fallen. Ich habe das hier hellblau gekennzeichnet, weil diese
diese Maßnahmen sich in Ausarbeitung befinden und in den nächsten Wochen vorgestellt werden sollen. Jetzt haben wir heute aber einen Entscheid gefällt, einen einschneidenden Entscheid, insbesondere für die Gastronomen. Und deshalb sind wir auch der Meinung, dass wir hier schnell und rasch unterstützen müssen. Deshalb sind wir zur Überzeugung gelangt, dass wir bestehende oder früher bestehende Lösungen umgehend reaktivieren müssen und reaktivieren wollen. Wir reaktivieren also den BKZ, den Betriebskostenzuschuss von 50%, den es bei der ersten Schließung bereits gab und der auf der Kurzarbeitsentschädigung basiert. Und wir reaktivieren den Unterstützungsbeitrag für Einzel- und Kleinstunternehmen, den UEK, für den Zeitraum von morgen, 24. Oktober, bis zum 15. November. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, die Wirtschaftsunterstützung ab sofort und für alle direkt Betroffenen, die Kurzarbeitsentschädigung nach den aktuellen Corona-Regeln, der Betriebskostenzuschuss von 50% und einen Unterstützungsbeitrag auf Basis des früheren Unterstützungsbeitrags für direkt betroffene Einzel- und Kleinstunternehmen. Wir sind in der Erarbeitung der entsprechenden Reglemente und nächste Woche soll natürlich Anfang der nächsten Woche bereits diese Anträge dann auch gestellt werden. Wir sind sehr, sehr bemüht, dass das rasch und möglichst unbürokratisch dann auch erfolgen soll. Dann die Wirtschaftsunterstützung für alle Unternehmen, wie ich es genannt habe, Kurzarbeitsentschädigung und Covid-19-Taggeld bis im nächsten Sommer und die Härtefallunterstützung, wo wir ebenfalls daran arbeiten. Soweit zu den Abfederungsmaßnahmen. Selbstverständlich führen wir weiter auch die Gespräche mit den Gastronomen, diese sind bereits aufgegleist. Ein Wort, das uns in den nächsten Tagen öfter begegnen wird, und der Regierungschef hat es bereits erwähnt, ist die Durchhaltefähigkeit. Wir leben in einem kleinen Land mit kleinen Strukturen und bei uns gibt es viele Dinge eben nur einmal oder zumindest nicht allzu oft. Nehmen wir das Spital, das eine, das wir haben. Wir haben aber auch nicht beliebig viele Pflegekräfte, auch nicht beliebig viele Lehrer und beispielsweise auch nicht beliebig viele Landtagsabgeordnete. Wenn unser System kommt also allenfalls in der Knappheit an seine Grenzen und gerade das ist das Ziel, wenn wir solche Maßnahmen setzen, dass eben nicht, wir nicht alle gleichzeitig infiziert oder gleichzeitig in Quarantäne sind. Wir sollten nicht gleichzeitig außer Gefecht gesetzt werden. Ich möchte deshalb nochmals unterstreichen, was der Regierungschef und der Gesundheitsminister bereits gesagt haben, dass wir uns gemeinsam an diese Maßnahmen halten sollen. Dann können wir auch zuversichtlich in die nächsten Wochen sehen. Ich möchte zum Abschluss allen, die im Hintergrund auch jetzt im heutigen Tag und in den letzten Wochen daran gearbeitet haben, danken, vor allem auch den Leuten im Contact Tracing, in der Pflege. Es gibt so viele Bereiche, wo aktuell helfende Hände nötig sind und ich denke, das ist wirklich wichtig und an dieser Stelle natürlich auch allen Erkrankten beste Genesung und vielen Dank und heben Sorg. Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, es liegt nun an uns allen, durch Disziplin, gesunder Menschenverstand und Eigenverantwortung, die Anzahl der Neuinfektionen möglichst gering zu halten. Wir werden noch längere Zeit mit Einschränkungen leben müssen. Diese müssen aufgrund der Gefahr einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus aber leider hingenommen werden. Zum Schluss noch ein Wort zu den kritischen Stimmen. Wir als Regierung und damit jeder Einzelne von uns steht in der Verantwortung, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um diese Krise zu bewältigen und, wie ich bereits gesagt habe, Gefahren abzuwenden. Wir sind verantwortlich für die Entscheide, die wir treffen. Wir sind auch verantwortlich für die Entscheide, die wir nicht treffen. Die Kritiker haben das Recht, unsere Entscheide zu kritisieren. Das ist legitim und gehört zu unserer Demokratie. Es ist aber auch klar, dass diese Kritiker keine Verantwortung übernehmen werden. Nun stehen wir gerne bereit für Fragen. Ja,
Ja, ich frage auch heute für das Volksblatt. Die ersten oder die letzten Maßnahmen, die sind seit dieser Woche in Kraft, also seit gut 5 Tagen. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie die gewirkt haben. Also weil ja die Ansteckungen, die jetzt in dieser Woche passiert sind, werden wir erst etwas später sehen. Was veranlasst die Regierung trotzdem jetzt schon zu reagieren, dass man vielleicht bessert sich die Situation ja kommende Woche? Also wenn die Situation kommende Woche von selbst bessern würde, was wir nicht wissen können, dann war das okay. Und wenn sich die Situation bessert und wir nächste Woche schon fast keine Fälle mehr haben, dann können wir jederzeit diese Maßnahmen wieder aufheben. Daran hindert uns niemand. Aber wir können, wenn wir nächste Woche sehen, dass es eben schlechter wird und dass dieser Trend sich fortsetzt, können wir nicht das Rad der Zeit zurückdrehen um ein paar Tage und dann die Maßnahmen sozusagen nachträglich noch treffen. Es ist ein Problem. Wir handeln aufgrund von Zahlen, die uns die Situation vielleicht vor einer oder zwei Wochen zeigen. Wir sehen jetzt, wie sich diese Superspreader-Events, die wir hatten, auswirken. Und wir wissen, dass wir Maßnahmen nur mit Verzögerung spüren werden. Und wir haben einfach die Abschätzung gemacht, dass wir stärkere Maßnahmen treffen müssen, auch wenn wir vielleicht unterschießen könnten. Weil was machen wir eigentlich? Wir treten auf die Bremse, um die Anzahl der Ansteckungen in einem Korridor zu halten, der verkraftbar ist. Der verkraftbar ist für die Wirtschaft, verkraftbar auch für das Gesundheitswesen und auch verkraftbar natürlich für uns alle, für das Arbeitsleben. Und es ist eine sehr schwierige Aufgabe, diesen Korridor genau zu treffen. Aber der Anstieg ist dermaßen rasant, dass wir uns jetzt entschlossen haben, hier relativ radikale Maßnahmen zu treffen, sodass es keine Begegnungen zwischen zwei Personen im öffentlichen Bereich geben darf, die ungeschützt stattfindet. Das sind unsere Überlegungen dahinter. Aber eben, uns fehlt eben auch diese prophetische Fähigkeit. Wir können einfach nur schätzen und wir wissen, dass exponentielles Wachstum sehr gefährlich ist. Das ist wie eine langsame Explosion. Man kann es dann nicht mehr aufhalten, wenn es gezündet ist. Unsere Leser interessiert noch, werden die Casinos auch geschlossen? Nein, die Casinos werden nicht geschlossen, aber es darf in den Casinos keine Konsumation mehr stattfinden. Der Regierungschef hat es gesagt, wir versuchen mit einfachen Regeln zu arbeiten, die aber durchgängig einzusetzen. Wir schließen nicht die Tennishalle, sondern nur, in Anführungszeichen, das Clublokal. Man kann Tennis spielen, man kann aber danach nicht miteinander ein Bier trinken. Man kann im Casino spielen, man darf aber nicht miteinander ein Bier trinken dort. Und so versuchen wir, diese einfache Regel überall durchzuziehen, bis auf diese wenigen Ausnahmen der Betriebskantinen und der Schulmensen, aber in Betrieben und Schulen gelten eigene Sicherheitskonzepte und dort werden diese Mensen und Betriebskantinen dann so betrieben werden müssen, dass eben eine Ansteckung sehr unwahrscheinlich ist. Erfahrungsgemäß haben das die Arbeitgeber auch bei der ersten Welle sehr gut gemacht und sehr konsequent. Warum haben Sie kein Versammlungsverbot beschlossen, wenn Sie ja sagen, dass im privaten Bereich eigentlich am meisten passiert, bei privaten Anlässen, und da hat man ja wirklich am wenigsten Kontrolle? Das ist ein Schritt, den wir nicht gegangen sind, jetzt und hier, weil wir denken, dass der größte Effekt eben mit diesem Schritt, den wir heute beschlossen haben, erzielt werden kann. Also der größte Zusatznutzen gegenüber den Maßnahmen, die wir schon ergriffen haben, den erwarten wir uns eben genau von diesem heutigen Schritt. Natürlich können auch noch weitere Schritte unternommen werden, aber wir versuchen eben nur diejenigen zu unternehmen, von denen wir überzeugt sind, dass sie zum Zeitpunkt der Entscheidung auch wirklich nötig sind. Und bei Versammlungen, da kann man sich schützen mit einer Maske, aber wenn man isst und trinkt miteinander, dann ist es unmöglich, eine Maske zu tragen, vom Prinzip her.
vielleicht ist schon noch zu ergänzen, dass dieser Einschnitt, den wir in der Wirtschaft machen, der hat einen speziellen Grund, den hat der Gesundheitsminister auch schon ausgeführt. In Restaurants trifft man sich oft mit Leuten nicht aus dem eigenen Haushalt und so verbreitet es sich weiter. Der eigene Haushalt, die Familie, das ist ein geschlossener Kreis und deshalb ist dieser Entscheid so gefällt worden. Aber, und das ist mir schon wichtig zu unterstreichen, das soll natürlich nicht die Einladung sein, jetzt einfach möglichst zu Hause viele Leute zu beherbergen und zu bekochen und Feiern zu machen. Das ist genau nicht das Ziel. Wir sollten uns jetzt alle dort zurückhalten. In der Schweiz hat man ja bei den privaten Veranstaltungen bereits auf 15 Personen reduziert. War das kein Thema? Die Schweiz hat abweichende Regeln. Sie kennt eine Kategorie 0 bis 15 oder 1 bis 15, muss man sagen, dann 15 bis 100 und von 100 und über 100. Und wir haben diese Dreier-Kategorisierung nicht gemacht. Wir kennen nur zwei Kategorien, bis 30 und über 30. Und bei uns gelten dann über 30 die sehr strengen Regeln, wobei in der Schweiz zwischen 15 und 100 noch etwas reduzierte Regeln gelten. Also wir haben strengere Regeln, über 30 und dafür auch die Grenze etwas höher gesetzt als 15. Aber wir haben dann auch die Regel, dass diese strengeren Regeln nicht nur bei privaten Anlässen über 30 gelten, sondern auch bei privaten Anlässen, die in öffentlich zugänglichen Gebäuden stattfinden. Also zum Beispiel, wenn jemand in einem Foyer von einem Gemeindesaal sein Geburtstagsfest feiert, dann gelten auch diese strengen Regeln. Und es ist selten, dass man zu Hause 30 Leute beherbergt, also bewirtet. Also das sind schon eher die Ausnahmen. Jetzt gerade im Winter, wo man drin feiern muss. Wie stehen die Zeichen für die Schulen und die Kindertagesstätten und Spielgruppen? Werden die offen bleiben? Das Ziel aller unserer Maßnahmen ist, dass wir den Präsenzunterricht weiterhin aufrechterhalten können, dass wir die Kinderbetreuung weiterhin sicherstellen können. Und dafür sind wir lieber bereit, andere Maßnahmen härter auszugestalten und diesen Bereich so zu belassen. Weil wir wissen, für die Wirtschaft ist es ein riesiges Problem, wenn die Kinderbetreuung nicht mehr sichergestellt ist oder wenn die Schüler nicht mehr zur Schule können. Vielleicht kannst du noch ergänzen. Ja, wir haben im Moment sehr, sehr viele Fragen natürlich aus dem Schulbereich und ich kann deshalb auch informieren, dass die Bildungsministerin dann in der nächsten Woche auch entsprechend der Rede und Antwort stehen wird. Heute ging es uns um den Wirtschaftsbereich, um die unmittelbaren Maßnahmen, aber natürlich mit über 4.000 Schülern in Liechtenstein ist das ein großes Thema und da wird es nächste Woche eine entsprechende Pressekonferenz geben. Müssen die Restaurantbetriebe heute schon um 12 Uhr schließen, um Mitternacht? Es ist grundsätzlich so, dass diese Verordnung per morgen in Kraft tritt und morgen ist halt eben um Mitternacht. Unser Ziel ist, dass diese Geschäfte morgen nicht mehr geöffnet werden. Erstens kann nicht sichergestellt werden, dass diese Information jetzt alle auch erreicht. Wir hoffen natürlich, dass sie alle erreicht. Zweitens haben wir uns bewusst nicht dafür entschieden, jetzt in der Nacht patrouillieren zu gehen. Wir appellieren aber auch hier an die Vernunft, nicht jetzt quasi diesen Abend noch zu nutzen, um sich anzustecken, sondern eben Vernunft walten zu lassen und vielleicht heute noch etwas zu essen, wenn man halt eben schon den Tisch gebucht hat und dann für bis zum 15. November sich vernünftig zu verhalten. Jetzt nächste Woche, am Mittwoch wird ja der Bundesrat dann auch wieder informieren und er hat ja gestern die Kantone angehalten, aktiv zu werden. Liechtenstein wird jetzt aktiv. Wie schaut es in St. Gallen aus? Da werden ja die Restaurants nicht schließen. Also über die Maßnahmen in St. Gallen habe ich keine Informationen und kann ich auch nichts sagen. Wir werden sehen, wie der Bundesrat nächsten Mittwoch, so ist geplant, entscheiden wird und was die Kantone in der Anhörung sagen. Wir für uns hielten jedoch den Zeitpunkt für Handlungen jetzt für richtig. Und wir sahen einen enormen Handlungsbedarf.
Und dem sind wir jetzt nachgekommen mit dem. Wir werden sehen, was die Nachbarn machen und werden dann entsprechend auch das bewerten müssen und schauen, ob wir gewisse Dinge nachschärfen oder nicht. Wie immer, es geht darum, dass man ein zu starkes Regelungsgefälle verhindert. Auch, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, wir haben jetzt eine Person in der Intensivstation und die wird in der Schweiz gepflegt. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir Personen in die Schweiz schicken können für Intensivbehandlungen. Und das heißt auch, dass wir bei uns Maßnahmen setzen müssen, die auch sehr streng sind, damit nie der Vorwurf aufkommen kann, wir seien weniger streng als die Schweiz. Ich kann vielleicht auch hier noch ergänzen, wir haben natürlich mit unseren Pendants auf der Schweizer Seite auch quasi die Informationen ausgetauscht und selbstverständlich ist das auch nicht die Einladung quasi für uns jetzt halt eben in die Schweiz in den Ausgang zu gehen oder etwas zu tun. Ich glaube, unser Appell ist wirklich der, dass wir versuchen, gemeinsam diese Spitze zu brechen. Wie sieht es mit den Kapazitäten im Spital aus? Momentan haben wir 8 Personen. 8 Personen hospitalisiert, davon eine in der Intensivstation in der Schweiz. Die Kapazitäten im Spital sind jetzt noch gut. Und es wird, je mehr Hospitalisierungen es gibt, desto mehr Teile des Spitals müssen abgetrennt werden, weil die Personen werden ja in Isolationsstationen untergebracht. Und was uns eben Sorgen bereitet, und das war auch ein Hauptgrund für den heutigen Schritt, ist, dass die Anzahl der Infizierten in den letzten Tagen insgesamt sehr stark zugenommen hat. Und dass es in der Regel eine Woche dauert, bis man, oder sagen wir nach einer Woche, entscheidet es sich oft, ob der Zustand in Richtung Heilung geht oder in Richtung Verschlechterung. Und wir werden also noch einige Tage abwarten müssen, um zu sehen, was mit den Personen ist, die wir heute schon als Infizierte kennen. Und dann kommen dann noch die dazu, die sich jetzt schon infiziert haben, aber noch nicht getestet wurden, weil sie noch keine Symptome haben. Und wenn die Zahl sehr groß wird, dann wird auch das Spital sehr, sehr stark gefordert sein. Und diese Situation, die möchten wir natürlich vermeiden, dass das Spital in den Anschlag kommt, weil es werden dann alle Spitäler in der Region an den Anschlag kommen. Wir sind ja alle ungefähr im selben Boot. In der Schweiz und in Österreich steigen die Fallzahlen ja fast im selben Ausmaß. Noch eine Frage zum Funktionieren des Staatsapparates. Das haben Sie vorhin angesprochen, dass das eine Gefahr ist, dass der dann irgendwie an die Grenzen stoßen könnte. Wie schaut es aktuell aus? Gibt es im Umfeld der Regierung Infektionen oder Leute, die in Quarantäne sind? Und wissen Sie da auch, wie es beim Landtag ausschaut? Also wir werden jetzt nicht über einzelne Personen reden im Regierungsumfeld oder im Landtagsumfeld. Was ich Ihnen versichern kann, dass wir natürlich alles daran setzen, dass diese Durchhaltefähigkeit auch im Staat sichergestellt ist. Es gibt gerade bei den kritischen Amtsstellen, die wirklich für die Grundversorgung notwendig sind, entsprechende Verzichtsplanungen und da sind wir im Moment wirklich auf sehr gutem Wege. Es geht darum, darauf aufmerksam zu machen, dass diese Krise dazu führen kann, dass eben auch in der Verwaltung Personen plötzlich krank sind oder eben in Quarantäne sind und dass das dann mittelfristig, wenn das weiterhin stark zunimmt, dazu führen kann, dass hier gewisse Leistungen dann vielleicht nicht mehr erbracht werden können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt rasch diese Maßnahmen setzen, diese harten Maßnahmen auch getroffen haben, wie es von meinen beiden Kollegen schon ausgeführt worden ist. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte nochmals betonen, was der Regierungschef-Stellvertreter schon angetönt hat. Wir werden natürlich nächste Woche auch wieder entsprechende Pressekonferenzen abhalten, um Ihnen auch die Möglichkeit dann zu geben, zu verschiedenen anderen Themen Ihre Fragen zu stellen. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei Ihnen zu Hause. Bleiben Sie gesund und geben Sie Sorge. Dankeschön.
der Woche kaum verändert. Einerseits sorgen steigende Corona-Infektionszahlen für Verunsicherung.